Hallo, mein Name ist Helmut, komme aus Tirol und ich zeige in diesem Video, wie man dieses alte Lied von Michel Polnareff als Instrumentalstück auf der akustischen Gitarre spielen kann. Kapataz habe ich am zweiten Bund, beginne mit diesem bekannten Intro, spiele die ersten zwei Takte ganz langsam. 3, 4. Down, up, down, 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 up, down. Dann habe ich ein Sternchen gemacht, weil sich der Griff etwas verändert. Ich treffe das normale A und dann gebe ich den kleinen Finger weg und dann wieder hinauf. Also man hört es, glaube ich. Ich spiele jetzt die ersten zwei Takte noch einmal. 3, 4. Zweimal D. Und jetzt kommt diese Figur mit A. Wer es zupfen will, soll es zupfen, klingt, glaube ich, schöner. Also noch einmal von Anfang an bis zum ersten Schluss jetzt, bis zu dieser Stelle. 3, 4. Eins, zwei. Und dann rutsche ich von 12 auf 0. Ist ein Basslauf, ein ganz kleiner. Also noch einmal bis hierher. 3, 4. Wiederholung. Jetzt kommt der zweite Schluss. E. 2, 3, 4. Und jetzt geht's los mit der Strophe. 3, 4. Es ist zwar ein A, aber ich greife ein A7, weil ich mir leichter tue dann mit dieser Melodie. Und dann kommt das D. Und bei diesem A greife ich jetzt Barré. Und erster Schluss spiele ich die 4 Takte der Strophe. Von hier bis zum ersten Schluss. 3, 4. Wiederholung. Zweiter Schluss. Zweiter Teil der Strophe wird auch zweimal gespielt, sind diese 4 Takte. Jetzt beginne ich mit A. 3, 4. Wiederholung. Das Lied besteht dann nur aus diesen 2 Strophen, einmal diese Strophe oder zweimal diese und ganz am Ende kann ich dann noch einmal das Intro spielen. Ich wünsche jetzt viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Mal.